Dein neues Leben beginnt jetzt, mein lieber Löwe. Und du hast alle Chancen dazu, es richtig gut zu starten. Los geht's. Löwe, hallo und herzlichst willkommen hier auf The Funky Oracle, deinem ganzheitlichen Begleiter in die höhere Timeline. Und du, mein lieber Schatz, bist heute ganz mittendrin in diesem Aufstieg in die höhere Timeline. Eigentlich nicht mal Aufstieg, du bist eigentlich schon da. Jetzt musst du dich einfach nur noch entpacken. Und dafür brauchst du deinen Zauberspruch, dafür brauchst du deine Zauberkraft, dafür brauchst du deine Magie. Deswegen nennt sich auch meine Serie Erwecke deinen Magier. Und wir werden uns heute mit einer sehr, sehr simplen Thematik beschäftigen, deines Seins. Und wir werden heute entdecken, wie du selber dich aus dieser Situation, in der du dich gerade befindest, befreien kannst. Denn ich gehe davon aus, dass wir alle Magier sind, dass wir alle magische Kräfte besitzen. Und manchmal vergessen wir, dass es unsere eigene Show ist und dass wir diesen sehr gefährlichen Trick eigentlich schon sehr lange ausüben und selber eingeplant haben, eigentlich wissen, wie die Show weitergeht. Manchmal aber, weil es deine eigene Show ist, traut sich keiner, was dagegen zu sagen. Weil alle denken, naja, das ist ja, wenn der Löwe es sagt, dann horchen ihr alle. Und manchmal braucht aber der Löwe jemanden, der sagt, jetzt, sie haben es verstanden oder sie alle haben es gecheckt oder der Trick ist zu Ende. Die Show geht weiter. Und deine Show geht weiter. Heute schauen wir mal, was du Besonderes brauchst, damit deine persönliche Show weitergeht. Wie eingangs erwähnt, bin ich ein Orakel, der sich ganzheitlich bezeichnet. Das heißt, hier bekommst du nicht nur Bilder, deren Interpretationen, sondern auch emotionale Spiegeleffekte. Hier kriegst du, allgemein ausgedrückt, die Arbeit mit deinem Unterbewusstsein. Ich erwecke dich, sprich, ich spreche auch zu deiner Bewusstheit. Und ich leite dich gerne in die höhere Timeline. Also wir befassen uns heute mit deiner Erfahrung, deinen Visionen, deinem Ausdruck, deinem Image und auch deinem persönlichen Erfolg, beziehungsweise der Definition von deinem persönlichen Erfolg, denn diese hat sich verschoben. Diese hat sich verändert. Und dies gilt es zu verstehen, damit du am Ende erkennst, warum dort, wo du gerade bist, sein muss und was du alles tun sollst. Wenn du mir erlaubst, bitte mich mit deinem Energie- und Informationsfeld zu verbinden, dafür like ich jetzt bitte dieses Video. Und um dein Vorhaben auch dir selber zu helfen, das zu verstehen und dich selber zu befreien, auch wenn du zur Mitte des Videos sagst, ey Xenia, weißt du, es ist zu viel Gelaber, ich habe es verstanden. Geh, come on, wenn du das für dich mitgenommen hast, was du brauchst, mega. Fakt ist nur, je offener du selber den Dingen gegenüber bist, desto höher ist die Chance, dass du etwas Neues vielleicht oder vielleicht sogar was Veraltetes, einfach Vergessenes findest. Denn das Neue ist bekanntlich das Alte und das Vergessene. Also lass uns heute daran erinnern. Kommentiere gerne mit deinem Namen, Sternzeichen, alles, was sich für dich nach einem Jahr anfühlt. Wenn es um Business geht, dass du dein Business verändern möchtest, kommentiere es da rein. Wenn es um deine Beziehung geht, kommentiere es da rein. Mach es dir selber bewusst. Wenn es keinen gibt, der dir die Hand reichen kann, dann musst du dir selbst die Hand reichen. Und ich bin gerne ein emotionaler Spiegel dafür. Gerne kannst du auch mit Stift und Papier arbeiten. Bin ich ein Fan davon, viele Dinge auf einmal abzuhaken und sich selbst zu helfen. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Was ist dein Thema? Ich halte die Karten umgedreht. Die eine Karte ist gefallen. Löwe, die Karte, die gerade runtergefallen ist, ist die Karte der Sonne. Die Karte des Kindes, die Karte der Unschuldigkeit. Und vielleicht ist es auch gerade dieses Thema, was ein bisschen runterfällt. Entspannt sein, Kind sein, sicher sein, sich selbst sicher sein. Das heißt, sich selbst sicher sein, egal was du tust. Insbesondere bei deinem persönlichen Thema gerade, bei deinem persönlichen Aufblühen.
das Antreten des neuen Jahrzehnts, du wirst gerade 50 oder du wirst 40, 30, 20, das Antreten in eine neue Lebensqualität. Wenn manche unter euch Kinder planen oder wenn es generell um Kinderwunsch, um eigene Kinder geht, bei manchen geht es auch um ihre Eltern, also geht es auch um das Kinderdasein. Und dieses Thema fällt ein bisschen runter. Kann ich jetzt schon sagen, wenn du Kinder hast, dann solltest du mit ihnen mehr Zeit verbringen. Mit Kindern, nicht Enkelkindern, mit Kindern. Fahr gerne auch an die Orte, wo du als Kind warst. Das wird dir wahnsinnig, wahnsinnig helfen. Weil die Schuldgefühle, die kommen noch aus dieser Richtung. Und die Schuldgefühle erlauben dir gerade nicht, diesen krassen letzten Schritt zu gehen. Und dieses Video ist ein Video für die Magier, über die Magier, für diejenigen, die wissen einfach, in diesem Thema bin ich ein Profi, in diesem Thema sollte ich eigentlich selber das Beste haben. Ja, der Schuhmacher soll die besten Schuhe haben. Ein Make-up-Artist soll selber sich die schönste, schönsten Make-up oder schönste... schönste Frisur selber machen sozusagen. Weil auf Dauer ist es nicht greifbar in der neuen Realität. Wohlgemerkt, na, man sagt auch immer, jetzt wird alles erwachte und jetzt müssen wir uns einbringen und wenn es der Gesellschaft nicht dient, wenn du nicht sich für die anderen irgendwas gibst, dann die Ego-Trips, na, das geht nicht mehr und das schon kollektiv und bla bla bla, yes, aber genauso andersrum. Das heißt, diejenigen, die sich nur für die anderen aufopfern und sich selbst nicht sehen und vergessen, kriegen da gerade selber eine auf die Mütze. Und wenn du in der letzten Zeit überhäuft krank warst, dann ist es dein Hinweis, nochmal sogar körperlich runterzugehen und sich auf deine Gesundheit mehr zu kümmern. Der Hierophant. Weitere große Arkana, muss ich jetzt gleich bemerken, das ist sehr, sehr einzig und eigenartig gerade. Sonnenenergie ist übrigens auch deine Energie. Es gibt viele Theorien darüber, wo die Chakren im Körper angesiedelt sind. Eine Theorie entsprechend ist die Kronenchakra, die Löwenchakra. Und Löwe ist Sonne, Löwe ist Sonne. Löwe ist Bewusstheit und Führung. Also sehe ich hier, geht es bei dir um eine besondere Art von Führung gerade, wobei das Kindliche, Leichte, Unbefangene nicht mehr runtergefallen werden kann. Ganz klassisch, man wird Eltern, du wirst Mama. Und du merkst, dass du deinem Kind nicht das antun möchtest, was deine Eltern dir angetan haben. Ja. Deswegen merkst du, dass du deine Art, dass du eine Leichtigkeit brauchst. Und das fühlt sich auf der einen Seite irgendwie natürlich an. Natürlich wollen wir leicht und schön und verspielt. Auch wenn es hier nicht um dein Kind geht, aber zum Beispiel um deine neue Beziehung. Wobei Kinderwunsch auch eine Rolle spielt bei dieser Beziehung. Wenn es um die bestehende Beziehung geht, geht es darum, dass sich die zwei Partner, die schon sehr lange zusammen sind, noch irgendeinen Kinderwunsch offen haben. Und dieser Kinderwunsch ist für denjenigen, der sich das wünscht, eine absolute Unschuld. Ich lasse es im Raum stehen. Und Fakt ist, dass hier um die Leichtigkeit geht. Das heißt, egal was du jetzt anstreben wirst in dieser Phase, auch wenn es vielleicht die Phase bis zum Ende deines Lebens ist, dass du jetzt ab jetzt, sagst du dir, ab jetzt möchte ich so leben, wie ich es
mir selber gönne. Ja, ich will selber entscheiden, wann ich arbeite, wo ich lebe, mit wem ich zusammenlebe, wen ich liebe, was ich esse, wann ich aufstehe. Weil der Löwe merkt mittlerweile, auch wenn ich mir etwas erschaffen habe oder auch wenn ich mir etwas erklimmt habe, wenn ich nicht aufpasse, kann dieses etwas mich auffressen. Das heißt, auch in den Rodern gibt es, wenn der Löwe, wenn der erwachsene Löwe sich nicht bestätigt, können ihn, oder zum Beispiel unter Schimpansen, das haben wir letztens in der Dokumentation gesehen, sehr spannend. Das heißt, die alten Schimpansen, die haben zwar die Weisheit, die haben die Erfahrung, aber die haben nicht mehr die Kraft, wie die Jüngeren. Die sind nicht so schnell, die sind nicht so kraftvoll. Und hier kommt es darauf an, was macht man daraus? Ich zähle dich eher schon zu dem älteren Kaliber. Nicht wegen des Alters, du siehst immer gut aus, aber wegen deiner Erfahrung, weil die willst du nicht mehr wegschmeißen. Und gleichzeitig willst du aber nicht dieser vertrocknete alte Mensch sein, der irgendwie dann nur auf seine Weisheit beruht, sondern du willst ja noch leben, ganz klar. Und du, mein lieber Magier, du, mein lieber Löwe, deine magische Energie, sich immer wieder Auswege zu finden, wie du dich wieder jung fühlen kannst. Das ist eigentlich die Hauptquintessenz. Ja, so ungefähr nach 8-9 Minuten. Wenn du weiterschauen möchtest, bleib gerne dran. Ich bin voll Überraschung. Der Weg dafür liegt über das Lernen oder über das Lehren. Also es riecht dir voll nach Mutter werden, es riecht dir voll nach eigener Familie gründen, es riecht dir voll nach Wissen weitergeben. Und zwar nicht nur irgendjemanden, sondern jemanden, der es möchte. Vielleicht wenn du eigenes Unternehmen hast und es gibt keine Nachfolge, weil deine Kinder sich für andere Wege entschieden haben und du vielleicht mit deinem Partner, das ist euer Familienunternehmen und ihr liebt das, ihr seid wunderbar, alles super, aber es gibt keinen, der das übernehmen möchte und irgendjemanden willst du nicht übernehmen, das übernehmen, du willst das vielleicht auch nicht jemanden von nicht den Familienangehörigen anvertrauen, also ist man da in einem gewissen Konflikt. Und dieser Blockade, dieser Wissensblockade gilt es hier zu brechen. Weil das Wissen, was du dir angeeignet hast, ist enorm. Und wenn du dem Ganzen keinen Weg verschaffst, kann es zu Depressionen führen, das kann tatsächlich auch zu einem höheren, zum schnelleren Tod führen und zu einem Gehirntod. Weil dein Gehirn ist gewohnt, viel Information zu verarbeiten, für viele Menschen zu denken, ganzheitlich zu denken, wahnsinnig komplex zu denken, das ist wie ein großer Prozessor. Und ja, du weißt, wie du dich erneuerst, ja, du weißt, wie du dich modernisierst, das steht dir zu, du hast im besten Fall diese Balance. Das heißt, lernen oder lehren könnte hier auch sein, dass du zum Beispiel in deiner Branche bleibst, wenn wir zum Beispiel um eine berufliche Verwirklichung hier sprechen, ja, dass du mehrere Anteile in dir in einem Job vereinst. Ein Beispiel, ich könnte mein Beispiel, meine höheren Timeline, meine beruflichen höheren Timeline bringen, das ist diese Channel. Alleine damit, wie ich aussehe, was ich sage, wo ich sitze, wer vor mir sitzt, also für dich hinter der Kamera, was ich hier alles veröffentliche, wie ich mich schminke, was ich da tue, dass ich Tarot mache, dass ich über alle möglichen Themen spreche, auf die ich Bock habe, dass ich das mit dem Fitness verbinde, weil ich weiß, dass im gesunden Körper der gesunde Geist lebt und genauso andersrum. Und weil ich mir als einem gerne gebenden Menschen eine eigene Plattform erschaffen habe, in der ich selber die Regeln setze und dass es mir Spaß macht zu geben. Ja, wir wissen, der Geber muss selber irgendwann aufhören zu geben, weil der Nehmer wird immer nehmen. Das weißt du. Und dieser Kreis von den Gebenden und den Nehmenden, der wird immer enger bei dir. Ja, du willst dich auch liebestechnisch nicht zerstreuen. Du willst jetzt nicht mit jedem Dritten schlafen, nur weil du gerade einsam bist. Deine Genügsamkeit ist dir viel wichtiger. Deine Royalty sozusagen, ja, deine Einzigartigkeit ist dir viel wichtiger. Je reifer du wirst, desto exklusiver wirst du. Und dass diese Exklusivität möchte im besten Fall geschätzt werden. Und
Also nochmal, es geht um das Wissen weitergeben, es geht um den Austausch am Ende. Weil hier sehe ich hier jemanden, der wahnsinnig krass erfolgreich ist. Du kannst dir alles, alles kannst du dir ermöglichen. Und jetzt merkst du aber, auf Dauer, auch als starker, erfolgreicher Mensch, reicht es nicht aus. Auch mit Kohle, mit Ansehen, mit all deinen Erfahrungen, Erfolgen, die du gemacht hast, auch mit dem Aussehen, den du hast, mit dem Geschmack, mit dem Stil, alles. Am Ende des Tages geht jeder nach Hause zu sich selbst und auch die beste Freundin geht zu sich nach Hause oder zu ihrer Familie und da hast du auch nichts mehr zu suchen oder der beste Freund. Und hier darf sich der Löwe eine kreative, verzwickte, wenn du möchtest, so wie du es gerne haben möchtest, Lösung verschaffen. Und diese Lösung geht über die Wissensvermittlung. Und hier kannst du entweder als Wissensvermittler agieren, ja, oder du kannst natürlich selber dich als Schüler hinstellen und dir ein neues Wissen aneignen, wie du aus dieser Situation herauskommst, was du eigentlich auch hiermit tust. Also können wir davon ausgehen, dass du jetzt zu einem Lehrer wirst. Ich sehe das für die Löwen tatsächlich sehr, sehr stark. Jetzt glaube ich, ist auch eine neue Venusphase hat sich geöffnet mit dem Löwen als Hauptakteuren. Und das ist tatsächlich eine gute Zeit, sich einen gewissen Kindheitstraum zu ermöglichen, weil du Lehrer sein wolltest. Krass. Und auch wenn es nicht dein Traum ist, dann ist es der Traum deiner Eltern. Du weißt nur davon nichts, sagen wir so. Also hier geht es tatsächlich ums Unterrichten. Vielleicht war eines deiner Eltern Lehrer, hat etwas unterrichtet, Meister. Ja. Auch wenn es ein Koch war und er hat andere ausgebildet, Ausbilder zum Beispiel. Ja. Okay, spannend. Was noch, was sehen wir noch? Asterstäbe. Ja, damit dein neues Leben beginnen kann. Diese Unterrichtsschiene ist etwas, was dich retten wird tatsächlich. Weil sonst gibt es keinen Sex in der Beziehung und du siehst nicht gut aus. Ja, das ist quasi das Gegenteil von Asterstäbe. Asterstäbe ist die, erklär mal ganz kurz, Beginn, das ist Stabenergie, das ist Feuerenergie, das ist Schönheit, Sexualität. Also, wenn du es quasi nicht tust, ja, weil das ist hier, lege ich hier eine kausale Kette. Aktuell bist du hier, du musst das tun, um hier zu sein. Ja. Und wenn du es quasi nicht tun würdest, würdest du zu diesem Neubeginn in der Schönheit, Neubeginn in deinem neuen sexuellen Leben aber auch nicht haben oder vielleicht schwierige haben und du wirst mir zustimmen, dass du dir schon darüber Gedanken machst, dass du das, was du dir angeeignet hast, das, was du dir antrainiert hast, gerne eigentlich weitergeben möchtest. Entweder beruflich oder privat, es ist egal, womöglich, nicht womöglich, beides geht einher. Alleine, wenn du schon den Drang hast, zum Beispiel beruflich als Ausbilder zu arbeiten oder anderen dabei zu helfen, ihr Business aufzumachen, vielleicht möchtest du sowieso ein Business Angel arbeiten. Du möchtest gerne in deiner Branche eine gewisse Ausbildungs... Wie nennt sich das? Ausbildungssektor erbauen, weil du merkst, nach all deinen beruflichen Erfahrungen, da fehlt gewaltig genau daran, woran du sehr, sehr gut bist. Ich kann dich nur ermutigen, mach das. Wirklich, mach das. Das wird ein Riesenerfolg sein, weil deine Erfahrung bekommt jetzt eine Hülle und Unterstützung von der Liebe, von liebevoller Unterstützung von deinem inneren Herzen, von der Mitte hier, von dem inneren Kind. Ja, das innere Kind, wenn du so möchtest, und auch gewisse Unschuld, gewisse Verballtheit vielleicht sogar ein bisschen. Vielleicht ist es auch gerade so, dass du selber mit grauen Haaren oder mit gewissen Altersanzeichen, können auch gewisse Krankheitsthemen sein, sag mal so, Oberbegriff gewissen Altersanzeichen konfrontiert wirst, damit du jetzt dich daran erinnerst, dass das hier alles endlich ist, weil du dich ein bisschen in diesem unendlichen Machen, Machen, Tun, weiter, bisschen verloren hast. Aber auch das, dieses Verlieren gehört auch dazu, weil
wenn alles verplant wäre, würden wir nicht so lange spielen. Wäre alles so langweilig. Wenn wir von Anfang an wissen würden, was wir alles durchmachen werden, bin mir sicher, dass du dein Leben womöglich nicht antreten würdest. So wie die meisten von uns. Deswegen müssen wir es erstmal für ihn vergessen, damit es sich cool anfühlt danach, damit wir überrascht werden, damit das Leben aufregend ist. Und dein Leben wird aufregend, nochmal, wenn du dir erlaubst, selber eine neue Struktur zu geben. Wenn du verrentet bist, zum Beispiel, ist es auch ein neuer Beginn. Das ist das, was sich die meisten wünschen, weniger zu arbeiten, zu Hause zu sein. Wenn man aber sich darauf nie irgendwie vorbereitet hat, sich nie gefragt hat, was mache ich da, wo bin ich da, weil man zum Beispiel entweder nur im Vorbereiten war und irgendwo im Kopf hatte man ein paar Vorbilder und wer kann es sein? Bisschen Eltern, bisschen Gesellschaft, bisschen vielleicht andere Superstars im Fernsehen. Und wenn es dann soweit ist, kommt der Marathonläufer oder kommt der Sprinter irgendwo an. Und manchmal verkennt man aber schon, dass man schon angekommen ist oder man weiß gar nicht, was zu tun ist. Der Klassiker ist, wenn man endlich Urlaub hat, 2 Wochen, und man braucht erstmal 3 Tage, um runterzukommen und auch zu verstehen, was Phase ist. Und dann die letzten 3 Tage ist man auch schon irgendwie mit dem Kopf bei der Arbeit, also bleibt nur eine Woche, also so. Damit das nicht passiert und du endlich die Beherrschung über deine Lustanfälle hast, tatsächlich, darfst du anfangen, dir eine neue Struktur schenken. Und diese neue Struktur geht übers Unterrichten, weil du selber für dich selber in einer neuen Situation bist. Das ist die Auflösung. Und indem wir anderen etwas erklären, müssen wir im besten Fall das selber verstanden haben. Und für all diejenigen, das ist noch eine Unterschicht von der Entscheidung, die dir vielleicht auch helfen wird, deine Situation besser zu verstehen. Nochmal, wenn man in dem ganzen Arbeits- oder Beziehungswahnsinn, ja, und in diesem ganzen Marathon an Erfahrungen, und du neigst dazu, manchmal richtig schnell und lange zu reiten, weil du einfach Bock darauf hast, weil du kannst, why not, vergisst man manchmal, weiß man gar nicht, was man alles erreicht hat. Und wenn es in deinem Leben gerade ein bisschen gebremst war, dann ist es nur dafür, dass du selber siehst, dass jetzt etwas zu Ende geht und kommt nie wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt nicht aufpasst, wenn du jetzt nicht das mitnimmst, was du gerne mitnehmen würdest, auch wenn es bewusste Erfahrungen sind, dann kann sein, dass du zum Ende ganz anders abgestempelt wirst, auch aus deiner Sicht heraus, weil du dir etwas noch nicht ermöglicht hast. Und hier nochmal, wir wiederholen uns, es gab einen Kindheitstraum, es hat was mit Kindern, mit Leichtigkeit zu tun, mit Bewegung auf jeden Fall und gleichzeitig mit der zum wiederholten Mal die Initiative und die Führung für sein eigenes Leben zu übernehmen, zu erkennen, dass auch etwas, was sich sehr lange und gut angefühlt hat, zu Ende gehen mag und deswegen, weil man nicht in etwas reinfallen möchte, was einem nicht gefällt, was einem nicht entspricht, darfst du jetzt anfangen, dir dieses etwas vorzubereiten. Auf Deutsch, wenn du sagst, ey, weißt du was, ich habe jetzt 30, 40 Jahre gearbeitet, ich liebe meinen Job, ich sehe jetzt nicht, dass ich es aufgeben soll, dann wechselst du zum Beispiel in den Ausbildungsbereich. Weil da ist die Führung, ja, die Menschen hören dir zu, die nehmen deine Energie, die nehmen deine Informationen, das ist das, worum es geht bei einem Austausch, auch in einer Beziehung. Und Thema Führung für die Beziehungslöwen unter euch, die gerade an ihrer Beziehung arbeiten, das möchte ich noch zum Schluss erwähnen, ist ein sehr wichtiges Thema, weil Führung ein drittes Auge bedeutet. Das ist die dunkelblaue Farbe, die wir heute sehr stark präsent sehen. Das ist die Fähigkeit, Talent zu führen. Die Führung in einer Beziehung, also generell die Führung ist die Fähigkeit, ein Potenzial oder Talent in jemanden zu sehen und diesen anderen so
zu belehren, so zu unterrichten, dass dieser andere weiß, was damit anzufangen ist. Und dem anderen beizubringen, wie er mit diesem Talent, wenn es Warmherzigkeit, wenn es ein gewisses handwerklich ist, das könnte einfach nur ein guter Mensch sein, das könnte einfach nur eine gewisse Sprache sein, man ist sprachbegabt oder man ist einfach ein guter Anführer, dass du der Anführer von den Anführern wirst, von mir aus. Das kannst du gerne machen. Du kannst von mir aus die Präsidenten unterrichten. Aber hier geht es darum, dass du selber durch dir selbst und den anderen bewusst machst, was macht diese Person, wenn diese Person dieses Talent entdeckt und das nutzt, was macht das für einen Menschen aus dieser Person aus? Im besten Fall einen guten Menschen. Also da kommen wir wieder zu diesem Gesellschaftlichen sozusagen. Das heißt, du sehnst dich nach dem Austausch und du merkst, dass du die anderen nicht mehr führen so möchtest, dass sie dir quasi unterlegen sind, sondern du willst eigentlich der Trainer von den Trainern sein. Also du weißt, dass du nicht dich komplett untermischen möchtest. Ich sehe gerade 4x2 auf der Uhr, vielleicht sagt dir das was. 2222, das ist auf jeden Fall deine Botschaft. Vielleicht ist auch gerade 22:22 bei dir. Und du willst quasi dich selber nach wie vor unterscheiden von den anderen, aber du willst die Führung in dem Sinne nicht ablegen. Du willst jetzt den anderen zeigen, wie sie selber ein guter Führer sein können. Boom. Das kann Coach sein, das kann ein guter Verkaufsmann sein, dass du Verkaufstrainings anbietest, dass du Frauencoach bist, dass du Stimmencoach bist, dass du selber so Tarot legst, dass du selber Heilerin bist, dass du anderen hilfst, ihr Potenzial zu erkennen und daraus Unternehmen zu machen, daraus eine gute Beziehung zu kreieren, daraus ein gutes Unternehmen, habe ich schon gesagt, einfach gutes Geld zu verdienen, dass der Mensch erkennt, dass das Talent, was er besitzt, na, die Gabe, der Sinn, warum man gemacht wurde, warum man entstanden ist, dass man das für sein Menschendasein auch nutzen kann und muss. Boom. Das ist es. Genau. Und somit lebst du ewig, wenn man so möchte. Das heißt, mit jedem Kunden, mit jedem neuen Projekt erlebst du quasi diese neuen Gefühle, als wäre es das erste Mal. Weil sonst, wenn du quasi beruflich zum Beispiel weiter dein Ding machst, wird es langweilig. Tatsächlich wird es langweilig, weil du alles kennst. Und durch dieses Unterrichten, wenn man Kinder hat, ja, die Kinder kommen auf diese Welt und die kennen noch nichts. Das heißt, du bist für die, oh, du kennst alles, du bist hier schon so und so und so lange, das heißt, und noch deine Erfahrung obendrauf, boom, Mama, erzähl mehr. Ja, sowas. Natürlich auch in einer Beziehung, wenn sich beide Soulmates entscheiden, die Führung füreinander zu übernehmen, zum Beispiel, wenn einer durchhängt und der andere übernimmt die Verantwortung oder übernimmt die Lenkung zum Beispiel. Na, deine Frau ist müde und du sagst, okay, ich putze die Küche zum Beispiel. Ja? Oder du sagst, mein Mann hängt gerade ein bisschen mental durch, ich ergreife die Initiative und wenn er mich vielleicht schon dreimal abweist, gehe ich das vierte Mal hin und sage was Schönes. Oder sage nochmal, wir können das verändern, wir können daran was machen, dass du ihn aufmunterst. Das ist so kraftvoll, wenn die Frau im Mann, in ihrem Mann Sohn sieht, dass sie in ihm auch irgendwo das kleine Kind sieht, weil das sind wir alle und wir alle machen Dinge zum ersten Mal. Jeden Tag sind wir anders, du bist anders, heute bist du anders, morgen bist du anders, gestern warst du anders, so ist auch dein Partner, so sind auch deine Mitmenschen, so sind quasi diese Konstellationen, die dann täglich entstehen, immer unique, immer einzigartig. Und so ist das Leben. Und so, wenn du so auf dein Leben hineinschaust, dann wirst du sehen, da musst du nicht so diese großen Dinge machen, da kannst du dich einfach jeden Tag aufs Neue freuen. Und das wäre dann auch das wäre deine Magie und deine magischen Energie auch geholfen, weil du dich dann selber
wachrüttelst. Weil sonst, wenn du, ja, dass du dich selbst wachrüttelst und deine Löwenenergie musst du gar nicht abgeben. Das heißt, du musst nicht in die Schuld verfallen, dass du sagst, oh, jetzt bin ich aber zu krass, jetzt wünsche ich mir zu viel, jetzt ich bin mit dem einen Thema gar nicht fertig, jetzt möchte ich schon das Neue und das gehört sich aber gar nicht, ne? Das ist da Bullshit, nein. Mach das sauber, mach das smart, sodass es sich für dich auszahlt, weil das ist dein Leben, du bist der Magier in deinem Traum und wenn du deine magische Chance ergreifen möchtest, möchte ich dich zu meiner Magier-Ausbildung einladen, Erwecke den Magier, nenne ich das, am 15. und 16. Juli. Das ist ein 2-Tages-Online-Kurs mit mir. Ich habe diesmal eine sehr, sehr kleine Gruppe gemacht, wirklich nur für die 5 Personen. Also wenn du dabei sein möchtest, beeil dich bitte, weil das kann wirklich dann schon so schnell weg sein. Aber keine Sorge, das wird dann irgendwann wiederkommen. Wenn du es aber jetzt haben willst, dann jetzt. Und nach den 2 Tagen, nach diesem Wochenende, beginnt deine Umprogrammierung. 21 Tage braucht dein Unterbewusstsein, um sich auf etwas Neues einzustellen. Und das sind neue Verhaltensweisen, neue Denkweisen, neue Sichtweisen. Du trainierst mit meinen Videolektionen, mit meinem Arbeitsbuch, mit meinem Workbook, was dir hilft, nicht nur visuell, audiotechnisch, sondern auch schriftlich, also natürlich auch durch die Bewegung. Wenn du meinen Wochenfokus kennst, so ist es ungefähr aufgebaut. Das heißt, das Wissen ist schon vorhanden. Das Einzige, was du brauchst, dass du einen, wie soll ich sagen, wie so ein Upgrade verschaffst, dass du nochmal auf deiner wundervolle, krasse Situation, perfektes Leben, volle Erfahrungen, reiches Leben, auf, dass du auf deinen satten Kuchen nochmal, bevor du jetzt die Kerze auspustest und anfängst ihn zu essen, weil so wird dein Leben sein, wenn du jetzt anfängst, deinem magischen Herzen zu folgen, das wird einfach 10.000 Mal besser. Hättest nicht mal du dir selbst vorstellen können. Aber darauf muss man vorbereitet sein, insbesondere damit man eines erhobenen Hauptes geht. Ich bitte dir, sehr geiles Werkzeug. Im Webinar, im Online-Kurs teile ich mit dir eine sehr geile Matrix, mit der du so ziemlich jeden Lebensbereich tracken kannst. Am 2. Tag üben wir gleich, wie physische, mentale, emotionale Manifestation funktioniert und dann machst du dich selbst ans Werk. Da ist ganz viel Selbstdisziplin gefragt. Keine Sorge, die Videolektionen, die dauern maximal 12 Minuten, aber da so viel Zeit muss sein und auch die Disziplin ist wichtig. Also wenn es für dich attraktiv klingt, wenn es genau danach klingt, was du gesucht hast, dann greif zu und gehöre zu den Glücklichen. Ich freue mich auf dich, ich freue mich für dich, danke fürs Anschauen. Alles Liebe, mein lieber Löwe, du machst alles richtig. Dein neues Leben beginnt jetzt. Folge mir in deinen exklusiven Urlaub zur Umprogrammierung deines Unterbewusstseins. Hier schreiben wir deine persönliche Geschichte neu, damit du deine höhere Timeline leben kannst. Besuche jetzt thefunkyoracle.com und bestelle dein allererstes binaurales harmonisches Audio und mache deinem Unterbewusstsein ein wahres Geschenk.